Aber ja, vielleicht erzählt schon mal, wie das denn damals war. Die Anfänge. Das ist auch mehr oder weniger so ein kleiner Zwang gewesen von Fritz Hennig damals. Der war auch neu. Und dann kam er rüber und sagte, ich habe so eine Ausschreibung bekommen aus Travemünde von dem Co-Direktor Fox. Und da steht drin, dass es so ein Talergericht gibt. Auch so beschrieben, wie wir es hier noch heute noch durchführen. Taler 3 Mark damals und so weiter. Und dann sagt er, hättest du nicht mal Lust, damit hinzugehen? Und wir müssten ja auch mal was machen. So, habe ich mich freischlagen lassen, unerfahren wie ich war. Und dann kriegten wir auch da, so wie jetzt heute hier, so eine kleine Vorversammlung. Und dann saßen dann da reichlich viel Betriebe. Aber alles nur Travemünde, Niendorf, Scharbeuzlung war mal dabei. Und dann ich als Außenseiter aus der Propstei. Haben sie erstmal gefragt, wo ich herkam. Die wussten das ja alle nicht. Und dann, na gut, dann war das so, hat er erklärt, wie das Ganze stattfindet, dass es praktisch zu einem günstigen Preis ein Essen aus dieser Region zusammengestellt wird und das dann präsentiert wird. Und in günstiger Form, aus werbetechnischen Gründen. Und da hatten sie damals auch schon den NDR aufgefahren im Radio, ob das dann auch war, das hieß damals noch Nordschau Magazin, das Fernsehen, das dritte Programm, was heute, ne, Berichte vom Tage war das damals noch, was jetzt Nordschau Magazin ist. Und dann die Zeitung. Und das war nachher so angetan, dass wir, wie wir ankamen, oha, da ging also mal schulmäßig noch alles. Da brachte ich auch noch eine Hilfskraft für mich mit und dann bauten wir uns das schön auf. Und dann hörte ich doch wieder eine Sache, das war damals mal mein Prüfer gewesen, weil ich habe damals in Lübeck meine Gesellenprüfung gemacht, in der Schäfer-Gesellschaft. Und da sagte er, oh, hier sind die Experten am Werk, hörte ich bloß im Hintergrund. Und sagte, hier wissen wir wieso, dass ich sagte, hat die mies am Glas gesehen, was wir da stehen haben. Und da haben wir dann natürlich auch ein Glück gehabt mit unserem Menü, das war die Neptunplatte. Gedünstet und da habe ich auch gleich mit zugeschlagen. Ganz außer durch die kalte Küche hier. Da waren die großen Häuser, da war hier Marco Polo, wie sie hießen, oder war das Kurhaus, das Casino, das spielte im Kurhaus damals das erste Mal ab, dann war es im Casino, dann war das, wie hießen die noch, Maritim war da und die konnten das nicht glauben, dass wir, kleiner Betrieb, auch mal was machen konnten. Ja, war richtig stolz, war ich da.